Have a break, have a KitKat. Falls ihr jedoch eine größere Pause benötigt, braucht ihr einen riesigen KitKat. Und so könnt ihr einen riesigen KitKat herstellen. Für den riesen KitKat-Riegel braucht ihr 30 Kilo Schokolade und eine passende Form. Wir verwenden einen großen Blumenkasten. Dann fangen wir mal an. Packt die ganze Schokolade aus und zerbrecht sie in kleinere Stücke. Schmelzt sie im Ofen bei 200 Grad. In der Zwischenzeit braucht ihr ein Stück Pappe und schneidet das Wort KitKat aus. Wickelt die Buchstaben in Folie ein und legt sie spiegelverkehrt in die Form. Jetzt könnt ihr die Schokolade einfüllen. Und während ihr darauf wartet, dass die erste Schicht aushärtet, könnt ihr euch um die Füllung kümmern. Ihr braucht 4 Kilo Butter. Schneidet die Butter in mehrere Stücke und gießt 4 Kilo gekochte Kondensmilch darüber. Diesmal nehmen wir keinen Mixer, sondern einen Akkubohrer. Legt dann Waffeln auf die ausgehärtete Schokolade. Macht 3 Schichten mit 3 Waffeln. Aber denkt daran, zwischen den Waffeln und den Wänden einen Abstand von 2 cm zu lassen. Deckt jede Schicht mit der Füllung ab. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr die Form mit geschmolzener Schokolade füllen. Wiederholt den gesamten Vorgang insgesamt 4-mal. Stellt danach einen rechteckigen Holzrahmen mit einer Größe von 80 x 75 cm her. Deckt den Rahmen mit etwas Backpapier ab, damit die Schokolade nicht an der Oberfläche haften bleibt. Leert die Form vorsichtig und füllt den Raum zwischen den Riegeln mit geschmolzener Schokolade, um sie zu verbinden. Ihr könnt den Rahmen entfernen, nachdem die Schokolade ausgehärtet ist. Damit alle Riegel die gleiche Menge an Schokolade haben, bedecken wir sie mit mehr Schokolade. Füllt die Lackierpistole mit geschmolzener Schokolade. Es sollte nicht über 30 Grad sein. Geht dann über die Stellen, damit alles gleichmäßig wird. Unser Riese ist endlich fertig. Ich will ein Stück probieren. Dieser KitKat wiegt bestimmt 50 Kilo. Und wo Schokolade ist, sind auch Gummibärchen. Wir brauchen 4 Gläser, Kirsch, Orangen, Apfel und Zitronensaft und natürlich 200 Gramm Gelatine. Gießt die Gelatine in den Saft. Lasst es 10 Minuten stehen und erhitzt es 2 Minuten in der Mikrowelle, damit sich die Gelatine auflöst. Gießt es in eine Silikonform und lasst die Mischung einige Stunden abkühlen. Jetzt habt ihr einen monstergroßen Gummibärchen für euren Monsterappetit. Und jetzt haben wir für die Käseliebhaber unter euch eine große Überraschung, einen riesigen Cheez-It. Ihr braucht viele Hartkäsesorten mit einem Gesamtgewicht von etwa 2,5 Kilogramm. Ihr braucht 200 Gramm Salz, 200 Gramm Käsegewürze, 100 Milliliter Olivenöl, 16 Tassen Mehl, 20 Eier und etwa 4 Kilo Butter. Mischt zuerst das Mehl mit den Gewürzen und vermischt es dann mit der weichen Butter. Diese Butter macht unsere Cracker weich und leicht knusprig. Dann könnt ihr die Eier untermischen. Nachdem ihr es geschafft habt, den Teig herzustellen, könnt ihr jetzt den Käse hinzufügen. Reibt den Käse darüber. Ihr müsst euch schön anstrengen. Wir wissen, dass es nicht einfach ist. Ihr könnt den Teig nicht sofort ausrollen. Deckt den Teig daher mit etwas Frischhaltefolie ab und stellt ihn eine Stunde lang in den Kühlschrank. Dadurch könnt ihr den Teig besser ausrollen. Jetzt könnt ihr den Teig in kleinere Stücke schneiden und die Stücke aufs Backpapier legen und sie mit euren Händen und einem Nudelholz zusammenfügen. Der Teig ist weich, daher sollte es nicht so schwer sein. Schneidet die Seiten zurecht. Schneidet dann den Teig in leicht große Quadrate und macht ein Loch in jede Quadratmitte.
Mach dann 5 Schnitte in jede Seite des Quadrats. Wir werden die Cracker mit Olivenöl und Käsegewürzen bedecken. Streut etwas Salz darüber und backt die Quadrate nacheinander 30 Minuten lang bei 180 Grad. Serviert sie in einer geeigneten Verpackung. Und wie wäre es mit ein paar sonnigen Nachos? Wenn ihr bereit seid, braucht ihr 2 Tassen Weizenmehl, 2 Tassen Maismehl, 3 Esslöffel Cayennepfeffer, 2 Teelöffel Currypulver, 3 Esslöffel Paprikapulver, 1 Esslöffel Salz, 50 ml Olivenöl und 1,5 Tassen Wasser. Mischt alles. Es ist wichtig, dass keine Klumpen entstehen, und mischt Salz und die anderen Gewürze gründlich ein. Bildet dann eine runde Form. Streut etwas Mehl auf den Tisch und rollt den Teig zu einem Rechteck aus. Schneidet die Stücke in Form von dreieckigen Nachos aus. Frittiert sie jeweils 3 Minuten lang auf beiden Seiten. Entfernt dann das überschüssige Öl mit einem Papiertuch. Für die Soße braucht ihr Tomatenkonserven. Fein geschnittene Zwiebeln und ein paar Knoblauchzehen. Bratet sie goldbraun an. Füllt Cayennepfeffer und Curry hinzu, dann Tomaten, und dann alles 30 Minuten lang kochen. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Es sieht vielleicht einfach aus, riesige Gerichte zu kochen, aber es kann auch manchmal was passieren. Wir hatten zum Beispiel einen Unfall mit einem riesen KitKat. Um einen großen KitKat-Riegel in 2 Hälften zu teilen, mussten wir ein wenig schummeln, um einen sauberen Schnitt zu erzielen. Wir hoffen natürlich, dass euch das nicht passiert.